dass ich hier trainiere, ist halt sehr, sehr, also hat halt sehr viel beigetragen zu dem Sieg, weil ohne diese Trainingsstätte hätte ich halt gar keine Möglichkeit gehabt. Also ich habe hier auch durch Team Rio habe ich halt Sparringspartner bezahlt gekriegt. Also ich hatte auch viele Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren und zu trainieren. Das hat mir halt alles der Olympiastützpunkt und das Team Rio finanziert. Ich bemühe mich, dass der OSP immer für alles eine Lösung findet, dass wir als Team, wir sind ja 15 Mitarbeiter am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, immer eine Lösung finden, wenn Trainer oder Athlet oder Verband mit irgendwelchen Dingen kommen, die noch zu regeln sind. Wir arbeiten sehr gut hier und sagen wir, die Standort hier ist super. Wir haben von jeder Seite Möglichkeiten und Hilfsbereitschaft und wir sind sehr zufrieden mit unserem Stützpunkt und Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. Also auch abgesehen von den finanziellen Bonus bei uns, die es dann gibt, wenn man etwas gewinnt oder auch in der monatlichen Unterstützung, wenn man ein Topathlet ist. Das ist immer wichtig für den Athleten, aber noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass man hier ja, Räumlichkeiten hat, die sehr zentral sind. Du hast Physiotherapie hier, du hast Ärzte hier, du hast einen Kraftraum hier, große Hallen, eine Kantine, es ist einfach alles da und auch Ansprechpartner, wenn es nicht so läuft. Also es ist ein Olympiastützpunkt, der hat den Namen einfach verdient. Ich muss sagen, ich finde das ganz hervorragend. Das ist natürlich auch eine extrem hohe Motivation, wenn hier das Team Rio die Athletinnen und Athleten dermaßen massiv, massiv unterstützt. Das sind natürlich Leistungsanschübe, ist doch ganz klar. Und insofern muss ich auch meinen Dank an das Team Rio richten. Ihr macht schon das Richtige und ich kann nur sagen, ihr seid genau das Mosaiksteinchen, was möglicherweise noch gefehlt hat. Ohne die Förderung der Team Rio-Sponsoren, dieser 5 Premium-Partner, wäre vieles nicht möglich, was wir sehen, was gemacht werden muss, aber aus rechtlichen Gründen, aus öffentlichem Geld nicht finanzierbar ist. Deswegen sind wir sehr, sehr stolz und glücklich, dass es diese privat wirtschaftlich geförderte Initiative gibt, in Kooperation mit dem Olympiastützpunkt. Ich finde es immer spannend, wie die jungen Sportlerinnen und Sportler aus der Region eigentlich mit außerordentlichen Leistungen sich für das Team Rio, für die Olympiade qualifizieren wollen. Und das ist eigentlich auch unser Engagement, das wir dabei zeigen. Wir haben einen Slogan, Excellence is our passion. Und das verbinden wir wunderbar mit diesen sportlichen Leistungen. Insofern fühlen wir uns auch in dieser Partnerschaft mit den 4 anderen Sponsoren wohl. Das Team Rio ist wie ein Stützpfeiler links und rechts, der das Förderkonstrukt nochmal an den Stellen entscheidend unterstützt, wo man später dann meistens den Misserfolg hat und sagt, ja hätten wir noch das eine oder andere. Und da hat das Team Rio Spitzenarbeit geleistet. Das hier war eine reine Teiletappe. Das Ziel ist die Medaille bei Rio. Und in meinen Augen gehört er jetzt zur Weltspitze. Er hat in einem Turnier, das mit einem Weltmeister und amtierenden Europameister besetzt wurde, den ersten Platz belegt. Und damit hat er sich in die Ebene der Weltmeister eingespielt. Das klare Ziel ist die Medaille und nichts anderes. Wenn einer sich so dominant und zu diesem Zeitpunkt schon so früh für Rio, für die Olympiade qualifiziert und hier aus dem OSP kommt, der zieht natürlich alle anderen mit. Ja, das motiviert. Wir haben ja ein Förderkonzept, wo sowas auch honoriert wird. Ich denke mal, das wird die anderen auch noch mal ein bisschen mehr anstacheln, so schnell wie möglich sich zu qualifizieren. Die Tür ist auf. Erik hat sie geöffnet, ist durchgegangen und wir hoffen uns natürlich eine Signalwirkung. Deswegen auch unser Auftritt heute hier im Rahmen dieser Ehrung, damit jeder weiß da draußen, dass das Team Rio wirklich hilft, dass die Sponsoren bereit sind, die Athleten zu unterstützen und das wollen wir weitergeben und dafür arbeiten wir und wir wünschen uns natürlich eine Sogwirkung und ich bin ganz sicher, dass sie auch kommen wird.